Hallihallo, ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil. Die Grundlagen der Kinemetrie haben wir bereits abgeklappert und jetzt können wir uns ein paar Anwendungsbeispiele ansehen. Ein Messsystem, welches sowohl in der Forschung als auch im Straßenverkehr eingesetzt wird, ist das LAVEX-System. Hier wird in regelmäßigen Abständen ein Laserimpuls von der Messstation ausgesendet, vom Messobjekt reflektiert und wieder aufgefangen. Da die Lichtgeschwindigkeit bekannt und konstant ist, kann die Distanz des Messgerätes zum Messobjekt durch Laufzeitmessungen bestimmt werden. Jetzt mal eine kurze Frage an euch. Die Formel für die Strecke lautet bekanntermaßen Geschwindigkeit mal die Zeit. Was hat dann aber der Vorfaktor 1/2 hier zu suchen? Vollkommen richtig. Was wir erhalten, ist nämlich die doppelte Strecke. Denn der Laserimpuls reflektiert ja vom Messobjekt und legt daher den doppelten Weg zurück. Im Wiki war folgende Aufgabe gefordert. Es soll die Laufzeit t Licht für eine Entfernung von 20 Metern berechnet werden. Wir formen ein wenig um und erhalten folgenden mathematischen Term. Wer hätte gedacht, dass das so schnell geht? Um ein Messobjekt zu erfassen, welches 20 Meter weit entfernt ist, benötigt der Laserimpuls bzw. das LAVEX-Messsystem gut einen Zehntel einer Mikrosekunde. Bei mindestens zwei solcher Distanzmessungen in einem bestimmten Zeitfenster kann die mittlere Geschwindigkeit berechnet werden. Tatsächlich werden nach dem Auslösen des Messintervalls nicht nur zwei, sondern rund 200 Messungen in einem Zeitraum von 0,36 Sekunden durchgeführt. In der Realität kann der Messposten nie genau in Fahrt bzw. Laufrichtung des Messobjekts stehen. Die Messung erfolgt entweder schräg von der Seite oder schräg von oben bei Messungen von Brücken. Beim Speer-, Diskus- und Hammerwurf kann die Wurfweite mittels von Triangulation berechnet werden. Die Formel zur Bestimmung der Wurfweite ist abgebildet. Woraus diese sich zusammensetzt, werde ich jetzt erläutern. F bezeichnet den Abstand zwischen Messstation und Anlaufpunkt des Speerwerfers. F ist bekannt und ebenso ist der Winkel Beta bekannt. D bezeichnet den Abstand zwischen der Messstation und dem Einschlagpunkt, da wo der Speer in den Rasen sticht. Gemessen wird diese Distanz mittels LAVEX. Da wir wissen, dass der Speerwerfer 8 Meter anläuft, ziehen wir diese 8 Meter von der Gesamtweite ab und erhalten die eigentliche Wurfweite. Die Formel für die Wurfweite lässt sich ableiten aus dem Kosinussatz. Dieser ermöglicht es uns, eine Seitenlänge in einem nicht rechtwinkligen Dreieck zu berechnen. Damit wir mit dem Satz des Pythagoras arbeiten können, basteln wir uns mal schnell ein rechtwinkliges Dreieck. Dafür diese orangefarbenen Hilfslinien. Betrachten wir zunächst einmal dieses Dreieck. Dessen Seiten tragen die Bezeichnungen d, g und h. Die Kathete h zum Quadrat kann errechnet werden, indem die Hypotenuse d zum Quadrat minus g zum Quadrat gerechnet wird. Die Formel für die Seite w zum Quadrat lautet p Quadrat plus h Quadrat. Um das hoch 2 wegzukriegen, nehmen wir die Wurzel. Und d Quadrat minus g Quadrat entnehmen wir diesem Ausdruck hier. Dies ist nämlich der Wert für h Quadrat. Wir gehen noch einen Schritt weiter und ersetzen das g Quadrat. Diesen Ausdruck können wir vereinfachen und erhalten folgendes Konstrukt. P Quadrat lässt sich rausstreichen und für das p ergibt sich folgender Ausdruck. Aus zeitlichen Gründen verzichten wir auf eine Erklärung, wie wir auf p gekommen sind. Nach langem Einsetzen ergibt sich also folgender Ausdruck. Ähnlich wie beim Pythagoras rechnen wir die eine Seite zum Quadrat, sprich d zum Quadrat plus f zum Quadrat minus einen geringen Fehler, der durch den Winkel Beta verursacht wird. Und wenn wir mal genauer hinsehen, dann ähnelt diese Formel unserer ursprünglichen Formel zur Bestimmung der Wurfweite beim Speerwurf. Nur, dass wir dort zum Schluss die 8 Meter Anlauf abziehen. So viel zum Thema Triangulation beim Speerwurf. Das LAVEX-System dient nicht nur der Distanzmessung, sondern auch der Geschwindigkeitsmessung oder auch Beschleunigungsmessung. So kann zum Beispiel die Anlaufgeschwindigkeit beim Weitsprung gemessen werden. Ein typisches LAVEX-Geschwindigkeitsdiagramm könnt ihr hier nun sehen. Gegenübergestellt wird hier die ehemalige deutsche Leichtathletin Heike Drechsler mit einem C-Kader. Eine Aufgabe, die ich euch mitgeben möchte, ist: Was deutet ihr aus diesem Geschwindigkeitsdiagramm? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede entdeckt ihr zwischen beiden Kurven? Um den Umfang des MMB1-Eintrages nicht zu sprengen, befassen wir uns mit den elektrooptischen Systemen in einem separaten Eintrag. Dann war es das auch schon wieder von mir. Ich verabschiede mich und wir sehen uns.